Aber es ist unsere Aufgabe, es ist eure Aufgabe, das zu beenden. Wir sind das Volk und wir sind der Souverän in diesem Land. Und wenn der Staat Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, das wichtigste Grundgesetz unseres Staates, nicht mehr beachtet, dann müssen wir uns wehren. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt eine sehr mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland. Und diese mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland kommt erstaunlicherweise hier aus Weimar. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht erstaunlicherweise aus Weimar. Da kann man vielleicht denken, dieser Richter hat irgendwie seine Menschlichkeit erkannt. Das mag sein. Aber das Wesentliche, was dieser Richter gemacht hat, dieser Richter hat ins Grundgesetz geguckt und hat gesagt, wenn ich das Grundgesetz richtig anwende, sind diese Verordnungen, die uns hier alle so einengen, sind diese Verordnungen richtig, ja oder nein? Und dann hat dieser Richter gesagt, nein. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbietet das, was in diesem Land gerade passiert. Es ist nicht zulässig. Der Mensch darf nicht zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Wir Menschen haben qua unseres Menschseins das Recht, frei zu sein. Wir haben das Recht, dass der Staat sich nicht in unser Leben einmischt. Es ist die Aufgabe von Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten, das Grundgesetz zu schützen. Notfalls schützen wir das Grundgesetz auch gegen die Regierung. Wir schützen das Grundgesetz auch gegen eine Mehrheit einer in Panik versetzten Bevölkerung. Weil die Geltung von Grundrechten ist keine Frage von Demokratie. Grundrechte und Menschenrechte gelten universell und darüber kann man nicht abstimmen.